Ist Kunst systemrelevant? Analysen zur Idee einer Sustainable Culture. So heißt der Vortrag, den wir jetzt hören werden, von Professor Dr. Wolfgang Schröder. Er lehrt an der Universität Würzburg Philosophie, und zwar am Institut für Systematische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät. Herr Professor Schröder, ich bitte um Ihren Vortrag. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Frau Blessing, sehr geehrte Frau Nusser, zunächst darf ich sehr herzlich danken, dass ich an diesem wichtigen Ort und zu diesem wichtigen Zeitpunkt zu so einer wichtigen Frage zu Ihnen sprechen darf. Ich danke sehr herzlich für die Einladung. Und als Philosoph bin ich heute hier. Philosophinnen und Philosophen sind ja meistens so ein wandelndes Referat für Grundsatzfragen. Und insofern, glaube ich, hat mir das auch die freundliche Einladung hierher heute gebracht. Der Titel meines Vortrags, den sehen Sie schon im Display, hoffe ich jedenfalls. Und was ich vorhabe, sehen Sie in dieser Übersicht. So wie Frau Nusser schon gesagt hat, die Diskussion über Systemrelevanz oder Nicht-Systemrelevanz von Kunst ist sehr breit gefächert, und wer heute früh schon das Morgenmagazin gesehen hat, hat gesehen, auch das Fernsehen nimmt sich momentan sehr stark dieser Thematik an. Deshalb dachte ich, als Philosoph will ich nicht mit meiner These zunächst ins Haus fallen, sondern ich sehe mir erstmal an, was der Diskurs eigentlich bisher hergegeben hat. Und Sie sehen, ich möchte gerne, so fühle ich mich am wohlsten als Philosoph, erstmal mit der Klärung von Begriffen anfangen. Dann ein paar Thesen mit Ihnen andiskutieren oder wenigstens vorstellen, und ich hoffe, dass wir dann in der Diskussion noch dazu mehr sagen können. Und diese erste These ist, die vielleicht am schönsten wäre: Kultur ist systemrelevant. Dann eine zweite These ist das Gegenteil: Kultur ist nicht systemrelevant. Dann gibt es eine dritte These, die wir vielleicht noch gar nicht jetzt gehört haben, aber die auch vertreten wird: Kultur ist potenziell systemfeindlich. Eine vierte These würde sagen, es gibt problematische Systemrelevanz von Kultur. Was das ist, werde ich vielleicht noch ein bisschen umständlicher erklären müssen. Dann These 5, Kultur ist mehr als systemrelevant. These 6, die Kategorie Systemrelevanz ist überbenutzt. Und These 7, das wäre das, was ich heute als sozusagen Beitrag zu der Ideendiskussion beisteuern möchte. Die Idee Cultural Sustainability oder Sustainable Culture könnte eine interessante Alternativkonzeption zur Diskussion um die Systemrelevanz von Kunst sein. Und am Schluss ein kurzes Resümee und einen Ausblick. Ich mache auch noch einen Vorschlag, wie man vielleicht den Künsten auch sonst ein bisschen noch helfen kann, staatlicherseits. Bin aber dann gleich schon beim ersten Punkt, nämlich bei der Klärung von Begriffen. Sie sehen, wenn man mit dem Begriff Kultur sehr grundsätzlich anfängt, dann stellt man fest, er kommt eigentlich aus dem Ackerbau. Er hat also mit Beackerung zu tun, und es ist ein metaphorischer Gebrauch, den wir heute eigentlich von diesem Begriff machen. Und die Philosophie war da sozusagen ein bisschen avantgardistisch. Seit Cicero von der Cultura Animi, wenn man das wörtlich nimmt, lateinisch heißt es von der Beackerung des Geistes, aber auch von der Pflege des Geistes spricht. Seit Cicero, also seit früher römischer Philosophie, ist dieser Kulturbegriff, den wir heute mehr oder weniger als normal voraussetzen, im Schwange. Wie ist es jetzt mit dem Begriff des Systems? Der kommt aus dem Griechischen, ein Lehnwort von Systema, das einfach nur Zusammenstellung heißt, aber nicht vielleicht jede Form von Zusammenstellung im Sinne von irgendwas akkumulieren, sondern das soll ein einheitliches Ganzes ergeben, und die Glieder sind jeweils füreinander relevant. Wenn man ganz streng wissenschaftlich jetzt auf dem Systembegriff herumreiten möchte oder dazu sehr kluge Thesen formulieren möchte, würde man wahrscheinlich am sichersten aufgehoben sein in der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Sie sehen aber, so ein bisschen würde das an unserem Thema heute vorbeigehen, denn die Systemdefinition in der Systemtheorie ist eigentlich nicht so, dass wir sie hier so ohne weiteres brauchen können. Denn ein System in der Systemtheorie, das entsteht einfach dadurch, dass man eine Differenz macht und eine Umwelt um diese Differenz sozusagen abgrenzt. Und dann sehen Sie, kommt es letztlich darauf an, was zum System gehört oder nicht, nach einem bifokalen Code zu entscheiden. Also zum Beispiel das System Recht hat mit richtigen oder eben unrichtigen Rechtsdecisionen zu tun, so auch die Politik eben analog
Und ich glaube, was wir heute eigentlich brauchen, ist eine Vorstellung, wenn man über Systemrelevanz spricht, meint man in einer gewissen Hinsicht etwas Simpleres, aber auch ein bisschen etwas anderes als den systemtheoretischen Systembegriff, nämlich ein Räderwerk von Dingen, die ineinander greifen, die tatsächlich etwas Ganzes bilden. Und vielleicht ein zweiter Punkt noch zu diesem Bild, das ich sehr aussagekräftig finde, wenn man sich ein System auch als Räderwerk vorstellt. Ich hatte den Eindruck, dass so der breite Diskurs über Systemrelevanz oder Nichtrelevanz so geführt wird, als würde man sich tatsächlich das System, um das es geht, als ein großes Räderwerk vorstellen. Welche Rädchen dürfen auf keinen Fall fehlen? Oder welches Rädchen ist ein bisschen wichtiger als das andere? Und welche Rädchen sind sozusagen das fünfte Rad am Wagen, wenn man das so sagen darf? Also ich glaube, es ist nicht ganz falsch, wenn man von diesem etwas umgangssprachlicheren Begriff oder dieser Vorstellung von Systemrelevanz eben ausgeht. Wie sieht es denn aus? Was trägt denn die Kultur zum Gesamtsystem, Gesellschaft oder Wirtschaft bei? Wenn man auf neuere Zahlen guckt, dann sieht man, das ist an, also das liest sich zunächst mal also ziemlich wuchtig, 106 Milliarden oder fast 107 vielleicht, wenn noch ein paar Dinge hinzukommen. Heute habe ich sogar heute Morgen im Morgenmagazin die Zahl von 130 Milliarden gehört. Also so viel Summe sozusagen kommt rein finanziell zusammen. Am Bruttoinlandsprodukt sind es 3,1% Anteil. Und viele Politikerinnen und Politiker sehen hauptsächlich auf diese letzte Zahl. Das heißt, die Kulturwirtschaft ist, wenn man ganz zynisch ist, eine nicht nur relativ kleine, sondern fast vernachlässigbare Größe, wenn es um wirklich ernste Situationen geht, wenn man es rein wirtschaftlich sieht. Aber es kommt immer eben darauf an, wie man eigentlich rechnet. Darüber werden wir am Schluss vielleicht noch kurz reden müssen. Was ist eigentlich jetzt aus staatlicher Sicht oder aus Sicht auch der Politik und des politischen Diskurses systemrelevant in dem eben genannten Sinne? Sie sehen diese Liste, das sind vor allen Dingen die Bereiche der Infrastruktur, dann kommt natürlich auch die Gesundheit dazu, dann das Bankenwesen, also das wissen wir ja auch schon seit der Wirtschaftskrise 2008 folgende. Damals hatte allerdings der Begriff der Systemrelevanz noch eine viel dramatischere Bedeutung. Sie wissen, es ging um die Rettung von Banken, aber nicht irgendwelcher Banken, sondern auch solcher Banken, bei denen die deutschen Kommunen und Länder verschuldet waren. Wenn es also nicht gelungen wäre, die deutschen Banken sozusagen zu retten vor einer feindlichen Übernahme, wäre sozusagen ein Teil des deutschen Staatswesens verschuldet bei irgendwelchen ausländischen Banken, von denen man nicht weiß, wie manipulativ man auch mit dem Schuldendienst oder mit diesen Krediten dann weiter umgehen würde. Das ist nochmal ein viel heftigerer Begriff vielleicht von Systemrelevanz, wenn man rein wirtschaftlich denkt. Das allerdings eben für den Krisenfall ist die Liste. Und wie Sie sehen, Schulen und Kinder- und Jugendtagesstätten, die gehören auch dazu, die sind systemrelevant. Ich an der Universität bin es nicht. Also hier spricht jemand völlig sozusagen ohne Bias. Ich bin selber nicht systemrelevant, deshalb kann ich wahrscheinlich auch relativ vorurteilsfrei darüber sprechen, was vielleicht systemrelevant sein sollte und es noch nicht ist oder was überhaupt mit dieser Kategorie ist. Schauen wir also erstmal auf nochmal vielleicht einen breiteren Begriff von Kultur. Es wird ja nicht reichen, von Kultur nur so allgemein zu sprechen, dass es um die Beackerung des Geistes und der Seele geht. Das ist eine große Szene. Und ich schlage vor, also einen etwas breiteren Kulturbegriff auch jetzt in den Blick zu fassen. Zur Kultur als System, wenn sie denn selber eins bildet, da gehört jeder und jede dazu, die irgendwie verbunden sind mit einem tertiären Sektor, da hören Sie schon, an welcher Stelle man die Kultur hier rangiert, also die irgendwie verbunden sind mit einem tertiären Sektor, das ist die Opernsängerin bis hin zum Kabelträger könnte das sein, allerdings mit dem Anspruch in gesellschaftliche Diskurse durch Wissen, durch Ästhetik, durch Kritik und Debatte eben einzugreifen. Wer Bertolt Brecht kennt, denkt hier vielleicht an das eingreifende Denken, von dem er gesprochen hat. Und da ist natürlich die Frage, wenn das nicht systemrelevant ist, gerade in einer Krise, wessen begibt man sich dann? Worauf verzichtet man dann, wenn man sozusagen dieser Lebensader des eingreifenden Denkens, wenn das denn ein Oberbegriff auch hier sein könnte, sozusagen die Luft
nimmt. Und wie die Lage und wie die Stimmung in der Kulturszene ist, das brauche ich jetzt hier nicht nochmal zu beschreiben. Noch ein letzter Punkt, bevor ich in die Thesendiskussion eben einsteige. Vielleicht sollte man sich klar machen, wenn man ganz streng den normalen Begriff von Systemrelevanz ansetzt, kommt der nur da vor, wo man sich Gedanken macht, wie kommt man aus der Krise wieder zurück in den Normalzustand. Davon sollte man auch ausgehen. Der Begriff systemrelevant ist nur da sinnvoll zu verwenden, wo man sich fragt, was dürfen wir jetzt nicht irgendwie außer Betrieb geraten lassen, wenn wir das Business as usual möglichst schnell, vielleicht schon fast sofort wiederherstellen wollen. Und die Frage ist natürlich, ist damit die Kunst richtig eingeschätzt? Ist der Sinn der Kunst, die Pointe der Künste, das, dass man in einen Normalzustand wieder zurückkehrt in einer Krise? Oder gibt es da möglicherweise noch andere Gesichtspunkte, die zu berücksichtigen sind? Damit bin ich mit den Vorreden schon zu Ende und komme zur These 1. Kultur ist systemrelevant. Und das hat der Ministerpräsident von Baden-Württemberg schon sehr früh gesagt. In einem Interview können Sie auch nachsehen auf YouTube. Er hat nicht erklärt, was Systemrelevanz ist. Schwäbisch klug. Er hat gesagt, Kunst ist systemrelevant. Und dann muss man sich denken, was das eigentlich heißt. Er hat aber Beispiele dafür genannt, was das bedeuten kann. Er sagt, uns fehlt etwas. Wovon wir und womit wir eigentlich leben, und zwar nicht nur in der Freizeit, also nicht nur, wenn es um Spaß geht und irgendetwas, sondern das ist eigentlich eine Art Lebensmittel, was uns fehlt. Und Baden-Württemberg, ich möchte jetzt nicht hier gegen Bayern sprechen oder gegen andere Bundesstaaten in Deutschland, aber während andere Staaten noch diskutiert hatten eigentlich die Baden-Württemberger schon 75 Millionen Soforthilfe an den Kunstsektor und Kultursektor ausgezahlt. Also insofern nehme ich das sehr ernst, dass sich hier ein Ministerpräsident sofort eigentlich in die Debatte einschaltet mit einer klaren These. Es ist nun aber auch vielleicht nicht so ganz wirklich ausdiskutiert damit. Das sehen wir ja auch, wie der Stand der Debatte heute ist. Ein sehr starkes Zeichen, fand ich, war zu sehen, wie die diesjährigen Salzburger Festspiele gelaufen sind. Ich habe das in Österreich ein bisschen mitverfolgt. Ganz Österreich hat aufgeatmet, dass es geht. Es geht. Man kann ein Festival machen, wenn man sich streng an die Hygieneregeln hält. Und beide Bundespräsidenten, die für Kunst hier besonders ein Interesse haben, der österreichische und der deutsche, waren demonstrativ da. Ich glaube, das hätten sie nicht gemusst, aber sie waren da. Und sie wussten auch, das ist ein starkes Signal. Das sind Staatsvertreter, jetzt nicht von irgendeiner Kategorie, sondern das sind die Staatsoberhäupter, die zeigen, wir sind da, wenn die Kunst es trotzdem versucht und die Kunst zeigen kann, es geht. Auch in einer Pandemie kann man ein Festival machen. Wie sieht es aber jetzt vielleicht mit der Gegenthese aus, dass Kunst nicht systemrelevant ist? Wir hatten schon eine wirtschaftliche Zahl gesehen, die sozusagen den marginalen Status des Beitrags, wenn man rein finanziell denkt, der Kultur zur Wirtschaft zeigt. Vielleicht kann man ein inhaltliches Thema auch noch eben aufgreifen. Ist es eigentlich nicht wirklich der Kunst zu viel zugemutet, ein System zu stützen, wenn man damit eigentlich fast schon die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks beschränkt? Und die Freiheit von Kunst und Forschung und Lehre sind ja sogar grundgesetzlich geschützt. Also könnte man sagen, muss man sich nicht eigentlich wirklich irgendwo festlegen? Will man eigentlich wirklich freie Kunst machen? Dann darf man aber nicht den Anspruch haben, auf jeden Fall systemrelevant zu sein, sondern dann kann man das System auch kritisieren. Oder will ich systemrelevant sein, aber bin ich dann noch wirklich frei in der Kunst? Und Sie sehen, hier hat ein Essayist sehr heftig formuliert, eine Kultur, die im Namen der Rückkehr zur Normalität gerettet würde, wäre im modernen und sogar noch im postmodernen Verständnis diese Rettung nicht wert. Das ist ein hartes Urteil, es ist aber wohl auch gut gemeint. Aber sehen wir noch ein bisschen weiter. Wenn jetzt vielleicht sogar Menschen in der Kulturszene nicht nur sagen, wir wollen gar nicht systemrelevant sein, sondern ihr Kritikrecht nutzen und sagen, wir sind sogar sozusagen systemfeindlich, jedenfalls potenziell. Dadurch, dass wir nämlich glauben,
jetzt in dieser Krise sollte man lernen, was alles offensichtlich falsch gelaufen ist an so bestimmten Stellschrauben. Und die Kunst möchte dazu beitragen, dass wir nicht zur Normalität von vorher zurückkehren, sondern ein New Normal finden und dazu sozusagen Beiträge eben leisten. Dann könnte man sogar wirklich sagen, Kultur ist potenziell systemfeindlich. Das wäre also die dritte These, die ich ja kurz andiskutieren möchte. Und man könnte natürlich auch sagen, es ist die Kehrseite einer solchen völligen Freiheit von Kunst, auch im Blick auf das System, dem sie zugehört, obwohl das im Grundgesetz noch ein bisschen vorsichtiger formuliert ist. Also die Freiheit von Lehre, von Kunst und Wissenschaft ist gewährleistet, aber das steht auch in Artikel 5, sie würde nicht entbinden von der Verfassungstreue. Also so ganz anarchistisch würde es dann auch nicht zugehen können, so ohne weiteres. Dann hatte ich eine vierte These vorgesehen, für die ich Musikbeispiele vorbereitet hatte. Leider kann ich die hier nicht abspielen. Wir haben alles versucht, deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert. Vielleicht kann ich aber trotzdem die Stücke nennen, von denen ich glaube, also es sind Musikstücke, von denen ich glaube, dass man sehen kann, oder hören kann, besser gesagt, an ihnen, was es heißen kann, wenn es scheinbare Systemrelevanz für bestimmte Systeme gibt, einer bestimmten Art von Musik nicht nur. Denken Sie an vielleicht Staatsmusiker, die Staatskompositionen machen, sowas gab es nicht nur in sozialistischen Ländern, sondern natürlich auch in der nationalsozialistischen Diktatur. Ich rede aber auch von verschiedenen Aufführungspraktiken. Und die beiden Beispiele, die ich mir dafür zunächst überlegt habe, war von Beethoven die Coriolan-Ouvertüre. Wenn Sie die hören, das ist ein relativ wuchtiges Stück, aber wenn Sie die 1982 völlig entspannt von Celibidache hören, der sagt, wir müssen die Musik wirklich in den Vordergrund stellen und das zum Klingen bringen, was der Komponist da gemacht hat. Und die Musik ist das Geheimnis schlechthin. Also das entsteht jetzt und es kommt auf nichts anderes an als auf die Musik. Wenn Sie das vergleichen mit einer eben Aufführung der gleichen Ouvertüre von Wilhelm Furtwängler 1943 in Berlin, da hören Sie bei den Paukenschlägen die Granateinschläge in Berlin. Das ist heftig. Und man kann sich natürlich fragen, was will Furtwängler den Leuten da zu hören geben? Will er ihnen sagen, wo wir gerade jetzt dran sind, gebt alles auf, lasst es laufen, wir haben verloren? Oder will er mit dem gleichen Nachdruck, wie er die Granatkracher hören lässt, den Leuten auch sagen, jetzt erst recht? Und darüber gibt es eine große Diskussion, wie man Furtwängler da richtig verstehen sollte. Das meine ich mit potenziell problematischer Systemrelevanz von Musik. Musik kann auch in anderer Weise, dann sind wir mal in einem sozialistischen Kontext, systemrelevant sein können. Wir gehen von Deutschland in die damalige Sowjetunion. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die 7. Symphonie von Schostakowitsch eine Symphonie, die er Leningrad gewidmet hat. Und die Uraufführung wurde von einem ganz, ganz kleinen Orchester gespielt, aber so, dass sie durch Lautsprecher in die großen Städte, gerade in Leningrad, dann übertragen werden konnte. Wenn Sie die alte Sowjetunion noch kannten, wissen Sie, dass es in den großen Metropolen tatsächlich überall an allen Ecken und Enden große Lautsprecher gab. Und die Leute konnten diese Musik hören. Und wenn Sie, hätte ich gerne vorgeführt, diesen ersten Satz hört, dann merken Sie auch, der Schostakowitsch will den Leuten sagen, ihr seid eingekesselt von einer furchtbar brutalen Armee der deutschen Wehrmacht, aber ihr seid Leningrader und ihr gebt jetzt bitte nicht auf. Und ein zweiter Punkt, das hat man auch gemacht, weil diese Schostakowitsch-Symphonie wirklich ein bisschen plechern klang. Es gab ja kaum auch irgendwelche Leute, die das spielen konnten. Also die meisten waren Soldaten und nur wenige. Und so sagt man, hat sich das auch angehört. Eine zweite Maßnahme auch in Leningrad, das Violinkonzert von Tschaikowski, wunderbar getragen und ein wunderbarer Trost. Das greift etwas anderes auf. Die Leute haben zum Teil in Leningrad nichts mehr zu essen gehabt. Es gab sogar Kannibalismus. Und wenn man eine solche zarte, tröstende Musik hört, dann hat man vielleicht noch ein bisschen den Glauben an den Humanismus. Auch so vielleicht kann Musik systemrelevant wirken. Darin würde ich weniger ein Problem sehen. Die Frage ist nur, soll Musik von vornherein so funktionalisiert werden können, also dass man nicht ausschließen kann, auch in irgendwelchen staatlichen oder in politischen
Notlagen oder Krisen dann eine bestimmte Rolle zu spielen, die der Staat dann definiert. Dann sind wir bei fünf schon. Kultur ist mehr als systemrelevant. Das sagt der Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg, Carsten Broster. Schauen Sie, wie sein Argument ist. Kultur ist eigentlich die Arbeit am Sinn unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und alles das, was uns ausmacht, was nicht Natur ist, das ist eigentlich davon betroffen. Und systemrelevant heißt nur etwas, ist ein Rädchen im Getriebe, bei dessen Fehlen das Getriebe nicht mehr funktioniert. Daher auch dieses Bild System als ein Getriebe von Rädchen. Ich glaube, das ist eine Synthese von so ein paar Kritikpunkten oder möglichen Kritikpunkten, die wir schon von Frau Nusser gehört haben. Also vielleicht ist der Begriff der Systemrelevanz hier gar nicht wirklich der Beste und Richtigste, um das wirklich zum Thema zu machen, wofür Kultur wirklich notwendig ist und unersetzbar. Das motiviert mich auch dann, so ein bisschen weiterzugehen, noch zu einer vielleicht also noch relativierenderen These, nämlich die These 6, die Kategorie Systemrelevanz ist überbenutzt. Vielleicht ist das auch der Eindruck, den wir haben. Es ist fast alles und nichts, entweder systemrelevant oder nicht. Und hätten wir nicht diese Festlegung dieser Liste, die wir vorher gesehen haben am Anfang des Vortrags, dann wüssten wir wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig zu unterscheiden, was jetzt dieses Wort eigentlich wirklich heißt. Und dieser Kommentator, Erik Wallis, schreibt in diesem Aufsatz zur überbenutzten Systemrelevanz: Letztlich bestehen die Gesellschaften aus den Individuen, die die Gesellschaften bilden. Und darum sollte man sich kümmern. Nicht so sehr um die Rädchen eines Getriebes, sondern um die Einzelnen. Und wenn man das zum Hauptfokus macht, wie können die Einzelnen in einer Krise, in einer Pandemie wirklich überleben, dann sind wir schon ein gutes Stück weg von der Fokussierung oder von dieser Art, sich zu kaprizieren, bloß auf den Begriff der Systemrelevanz. In der NZZ im Frühjahr gab es auch noch einen etwas launischen Artikel, der gesagt hat, systemrelevant sind wir alle. Wenn Sie so wollen, haut das nochmal dem Fass von anderer Seite den Boden aus. Dann sind wir also jetzt alle systemrelevant. Und wieso? Weil man in einer Marktwirtschaft, sagt jedenfalls dieser Journalist, diese Unterscheidung zwischen systemrelevant und nicht systemrelevant eigentlich gar nicht sinnvoll machen kann. Denn in der Marktwirtschaft hat jeder irgendwie Erfolg und ist jeder wichtig, der erfolgreich etwas anbieten kann, was nachgefragt wird. Ob das eine Oper ist oder ein Kühlschrank, da gibt es zwar irgendwie schon Unterschiede, aber für die Marktwirtschaft macht das nicht das Entscheidende aus. Also es macht auch keinen Unterschied, wen man dann jetzt eigentlich fördert oder nicht. Oder man sollte grundsätzlich sagen, der Staat sollte den Markt freilassen. Und der Markt ist ein mehr oder weniger sozial-darwinistisches Gelände, auf dem die einen sich erfolgreicher bewegen als die anderen. Wie ist es aber dann vielleicht, wenn man aus gerade den letzten Thesen so ein bisschen wirklich die Lehre zieht, wir sollten noch irgendwie Alternativen in den Blick nehmen, ein bisschen wegkommen von dem bloßen Begriff der Systemrelevanz. Dazu hätte ich einen Vorschlag zu machen, nämlich das Konzept der Cultural Sustainability. Da geht es jetzt erstmal darum, dass man versteht, da geht es nicht um Relevanz für ein System, sondern da geht es um Nachhaltigkeitsstrukturen. Also die Perspektive ist schon eine sehr andere. Es geht darum, sich klarzumachen, was würden wir wirklich verlieren, was wir nicht verlieren dürfen, wenn wir das nicht retten und unterstützen, was jetzt auf der Kippe steht. Nachhaltigkeitsgesichtspunkte sind aus meiner Sicht gerade dafür, was die Kultur leistet, so wie für Lebensmittel, auch, also für alles, was irgendwelche Systeme auch des Lebens eben betrifft, also sehr viel bessere Begriffe. Und Nachhaltigkeit ist auch etwas, was natürlich in anderen Bereichen wichtig ist. Und ich glaube, in diese Debatte sollte die Kultur auch mit einsteigen. Ist nicht nur die Natur, also unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, ein ganz wichtiges Thema, sogar ein Staatsziel, Naturschutz im Grundgesetz? Ist nicht auch die Kultur so wichtig und sollte man auch für ihre Nachhaltigkeit, für ihr Überleben können, was tun? Und Sie sehen, was zu diesen möglichen Kulturgütern, die verloren gehen können, wenn es keine Sustainability, keine Nachhaltigkeit gibt, was da verloren gehen kann. Eine Menge von Überzeugungen. Ich meine,
wir Philosophen sind gar nicht so dafür, dass man irgendeine Überzeugung auf Teufel komm raus verteidigt, wenn sie nicht haltbar ist. Das ist nicht gemeint. Aber es gibt vielleicht auch so Grundsätze, auf die wir uns verständigt haben, zum Beispiel demokratische Prinzipien, Menschenrechtsprinzipien. Das sind auch irgendwie wichtige Pfeiler, die auch erstmal starten als das, was die Menschen wirklich für wichtig halten, was sie glauben. Dann gibt es Praktiken, dann gibt es Techniken, dann gibt es auch Moralvorstellungen, obwohl darüber kann man vielleicht noch am ehesten streiten. Aber auch Methoden und einen Pool von Wissen und Kenntnissen, der at stake ist sozusagen, wenn es keine Nachhaltigkeitsgesichtspunkte in einer Krise gäbe. Und Sie sehen, das kommt eigentlich auch aus einer Debatte, die nicht hauptsächlich mit der Kultur zu tun hatte, sondern es kommt aus eigentlich der Debatte jetzt nicht nur um die Nachhaltigkeit im Blick auf Natur, sondern auch aus der Urbanistik. Also man wollte Städte so eben weiterentwickeln, dass sie Lebensräume bieten, auch für Menschen jetzt zum Beispiel, die auch mehr im Homeoffice sind, also dass man da Strukturen ändert oder dass man sich wohlfühlen kann in einer Stadt. Und insofern würde ich sagen, hier haben Sie so ein paar Autoren, die sich dazu geäußert haben. Ich glaube, dazu könnte man sehr sinnvoll noch eine gute Debatte führen. Noch ein paar Schemata, um Ihnen sehr, sehr kurz, dass wir Zeit haben für die Diskussion, auch noch zu zeigen, wie das funktioniert. Hier sehen Sie zum Beispiel in Städten wie Johannesburg hat man dieses Schema mal getestet. Also wie wichtig ist die Kultur für das Ganze? Also die Kultur wird, wenn Sie die Grafik rechts sehen, als etwas gesehen, was die Schnittmenge zwischen ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen ist. Aber diese Schnittmenge hat eine Pfeilerstruktur. Auf dieser Kultur ruht mindestens zum Teil vieles von den anderen Systemen. Und ich glaube, das ist ein Grund mehr, sich über Nachhaltigkeit solcher kulturellen Fundamente Gedanken zu machen. Was ich vorschlagen würde, wäre auch, dass die Kulturleute sich wirklich vielleicht auch mal ein bisschen lauter zu dem Thema verhalten, sollte Kultur nicht ein Staatsziel sein. Darüber gab es schon eine Debatte und 2005 sogar eine Art von Enquete-Ausschuss, der dazu Vorschläge gemacht hat. Wie Sie sehen, ist nicht viel draus geworden. Der konkrete Vorschlag war, dass es einen zusätzlichen Artikel 20b im Grundgesetz gibt. In 20a ist der Naturschutz als Staatsziel verankert und der Artikel 20 eben überhaupt, der betrifft die Staatsziele. Wenn man das natürlich verankert hätte, dass Kultur Staatsziel ist, dann müsste man sich wahrscheinlich nicht mehr so über Systemrelevanz streiten, wie man das jetzt tut. Aber vielleicht, das haben wir ja gesehen, ist es sowieso nicht ganz der richtige Begriff. Es gibt allerdings schon ein bisschen auch Vorarbeit des Bundesverfassungsgerichtes. Das hat sich geäußert zu Artikel 5 Absatz 3, das ist die Freiheit von Forschung und Lehre. Das ist erstmal sozusagen das Recht der Kunst und der Kultur, den Staat draußen zu halten aus diesen Dingen. Aber auch umgekehrt kann man sagen, naja, also wenn das als so hohes Gut angesehen wird, da könnte man rein theoretisch auch so eine Art von positives Recht der Kunst und der Kultur davon ableiten, dass der Staat sozusagen gut daran tut, das zu fördern. Ein letzter oder vielleicht zwei letzte Punkte, die ich noch aus philosophischer Sicht, wenn Sie mir das gestatten, sagen möchte. Ich fand sehr interessant einen Aufsatz von Wolfgang Hohgrebe, der in Bonn lehrt, und er hat gesagt, Mensch zu sein, das bedeutet ein Programm. Und dieses Programm läuft nicht natural nur ab, sondern auch kulturell. Und damit das Menschsein gelingt, brauchen wir Kultur, dass wir uns austauschen darüber, wie das Programm Mensch am besten, am sinnvollsten, am humansten läuft. Und dafür brauchen wir auch eine Art von Vernunftvorstellung, die mit Öffentlichkeit von Kunst, mit Öffentlichkeit von Ideen, mit Öffentlichkeit natürlich auch von Kritik, aber auch von Vorschlägen zu tun hat. Und ob Sie es glauben oder nicht, gerade Kant hat sich exakt für einen solchen Begriff von Vernunft stark gemacht. Viele denken, Kant ist so jemand, der das Vernunftvermögen zwar jedem zubilligt, aber das ist irgendwas, was wir im Hirn haben oder so in dem Bauch drin, so ein Bauchgefühl im Sinne von der alten Phronesis der Griechen. Das ist hier nicht gemeint. Kant sagt wirklich wörtlich in der Kritik der reinen Vernunft, in der Methodenlehre, die ist ganz am Schluss, deshalb kennt dieses Zitat so gut wie niemand, weil fast niemand dieses dicke Buch bis zum Schluss gelesen hat. Die Existenz der Vernunft, die beruht darauf, dass Bürger frei diskutieren können und natürlich sich austauschen können. Auch zum Beispiel, was in der Krise zu tun ist. Und wenn dieser
wenn dieser Vernunftbegriff schon mal gut auch taugen würde, um den Bundestag wieder mehr in solche wesentlichen Debatten mit einzubeziehen, wäre wahrscheinlich schon ein Gutteil auch dessen, was das Anliegen Kants war, eben umgesetzt. Aber natürlich ist die ganze Gesellschaft auch mit gemeint. Noch eine letzte, auch sehr philosophische Folie, die Sie vielleicht wundern wird. Das ist eine Auflistung von Formen des Aletheiaen. Das ist ein griechisches Wort, vielleicht haben Sie den Begriff Aletheia schon mal gehört. Das ist das griechische Wort für Wahrheit. Und im Griechischen ist Wahrheit auch ein Verb. Man kann Wahrheiten mit kleinem W. Und es gibt nicht nur eine Form, die Wahrheit zu treffen, sondern nach diesem Buch, das eine Grundlegungsschrift der Ethik im Abendland ist, gibt es mindestens diese fünf Formen. Da gehört die Wissenschaft an erster Stelle, aber schon an zweiter Stelle steht die Technik, die Kunst. Und ich glaube, wir alle hatten schon mal Erfahrungen mit Kunst und auch mit der Kultur im weiteren Sinne, die uns zeigen, was das heißt. Kunst kann die Wahrheit treffen. Und das ist auch in einer so hitzigen Situation, wie es Krisenzeiten sind, vielleicht etwas Unverzichtbares, dass man darauf nicht verzichten will und auch wirklich dafür was tut, dass diese Form, die Wahrheit zu treffen, die kulturspezifisch ist und nur die Kunst so kann, wie die Kunst es hinkriegt, dass das nicht verloren geht. Damit bin ich am Ende und danke für Ihre Aufmerksamkeit.